Hallo und herzlich willkommen, Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22 zum BA-Team. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach dem grandiosen Ausgleich am letzten Spieltag haben wir heute die letzte Chance für das Halbfinalticket zu Hause mit unseren heimischen Fans. Haben wir leider keinen Vorteil auf unserer Seite, aber wir werden das packen. Ich werde alles aus Center hier in meine Waagschale schmeißen, damit dass wir ins Halbfinale kommen. Und Frölunda hat Angriff und Verteidigung sogar diesmal auf ihrer Seite. Da spielen die mitgereisten Fans ja überhaupt keine Rolle. Aber Frölunda will es wissen. Wir wollen es auch wissen, ob wir hier schwedischer Meister werden. Vor allem, ich möchte dann den Titel entweder nach Österreich, nach Deutschland oder in die USA mitnehmen. Auslosung habe ich noch nicht gemacht. Abstimmung läuft noch, meine lieben Sportsfreunde. Abstimmung läuft noch. Schaut selber mal bei mir auf Instagram, auf Facebook, wenn's mir hab's drauf. Da kriegst du nämlich auch Informationen. Sobald dass ich die Informationen habe, kriegst du es, wo ich hingehe. Ich mache es mit bei Auslosung, wie gesagt. Und jetzt volle Konzentration. Der Karl ist am Bulli, verliert das Bulli gegen Frölunda. So, jetzt Karl. Läuft. Welches Spiel? Ah, jetzt ist er rechts außen. Das sind grün. Heid nicht steuern. Okay. Vergessen. Ich sage nur der 26. Es ist immer nur der 26. April. Lenzi auf den Call. Der Karl spielt und nein. Der Goalie fischt ihn ab. Der Goalie fischt ihn ab. Er ist gefährlich. Er ist furchtbar gefährlich. So. Uli Wingmar. Wir haben die Scheibe. Wir haben die Scheibe und. Jawohl! Frederik schießt die Helmö. Und drinnen ist die Scheibe 1 zu 0. Wir gehen schon mal im ersten Drittel in Führung, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jawohl, schön verteidigt, schön verteidigt. Nur jetzt gerade wieder, ich versuche aber hin und her zu schalten, funktioniert aber nicht. Das hoffe ich, dass man nicht das irgendwie das Knack bricht. So, jetzt hat Frederik, komm schon, Frederik, komm schon. Ja, das ist kriege ich wenigstens, aber der Emil macht es 2 zu 0 für die Red Hawks. Zumindest sind wir schon mal abgesichert. Jetzt müsste der Vorteil bei uns liegen, weil Frölunda hat schon zwei Spiele mehr in den Knochen stecken. Vielleicht. Vielleicht, aber nur vielleicht, meine lieben Sportsfreunde, macht das ist was aus. Ich nehme gleich im Anschluss auf vom letzten Spiel. Verliere. Verteidigst das Tor, Jungs, verteidigst das Tor.
Ab geht's. Komm schon, komm schon. Ah, Schott, Schott.23 nur im ersten Drittel. Wir dürfen nicht nachgeben. Druck machen und wieder Druck machen. Karl am Bulli. Wir dürfen Frölunda nicht zu lange die Scheibe überlassen, Jungs. Wir dürfen das nicht riskieren. Der Linz wird ausgecheckt. Aber er steht schon wieder. Er steht schon wieder. Gott sei Dank steht er schon wieder. Jawohl, Wolf. Komm schon, HB. Komm schon. Ah, Schott. Abroller, dann nimmt sie. War sicherlich nicht seine Absicht. Aber Frölunda ist nicht aus ihrem Drittel rausgekommen. Gott sei Dank. Auf geht's. Zweites Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Siebtes entscheidendes Spiel hier im Viertelfinale. Die letzte Chance, was Malmö hat. Und Frölunda natürlich auch. Ich glaube, Frölunda hat nicht gemeint, dass nach dem ersten Gewinn, dass mit uns Redhawks so zum Kämpfen haben. Und ich war einmal kurz zwischendrin nochmal beim Zweifeln, aber jetzt. Der neue Mut ist da. Die Strategie passt, die werden wir weiterfahren, auch wenn wir ins Halbfinale kommen. Wenn wir auf die Lakers treffen oder auf Tew Garden, dann wird es genauso hart werden. Sollten wir Zeit auch verlieren, gell? So kann man nämlich Zeit auch verlieren. Ah, leider. Schafft es doch halt nicht. Leider schafft es doch nicht. 11, 12 nur auf der Uhr. Aber wir sind 2:0 vorne. Bis zum Ende. Kämpfen fürs Finale. Ah, fürs Halbfinale. Finale war schon, ja. Mir würde ja schon der schwedische Vizetitel gelangen. Ah, das war. Ah, auch nicht. Am Tor vorbei. So, jetzt hat. Ich bin da voll konzentriert bei der Sache. Tut mir leid, wenn ich so wenig rede. Aber das ist die letzte Chance, was wir haben fürs Halbfinale. Dass wir das Ticket nur fürs Halbfinale ziehen. Da muss ich konzentriert bei der Sache sein. Das heißt, dann mal ein bisschen weniger quatschen.
mehr auf das konzentrieren, was da unten was da am Eis passiert. Ja, gut, da unten. Von der Sichtweise kann man schon sagen, da unten, ja. 1,55 gilt nur. Ah, Bulli verlieren wir. Verteidigen, verteidigen, verteidigen! Oh, leck mich am! Hokoba-Titel. Das war arsch knapp. War dort der Pfosten nicht gewesen? Oder ein bisschen weit um, dann wäre es das war es der Anschlusstreffer gewesen. Ich fieber der schon wieder voll mit, als wir beim letzten. Ja. Jawohl, jawohl. Nach vorne, nach vorne, nach vorne. Null. Verabschieden wir uns in die letzte Drittelpause des letzten Viertelfinalspieles hier in Malmö. Jetzt geht's auf. Jetzt wird's richtig Danger. Jetzt wird's richtig Danger, meine lieben Sportsfreunde und drinnen. Jetzt hat Horst alles oder nichts. Letzte Chance für Malmö, das Ticket fürs Halbfinale zu ziehen. Verzögerungsstrafe für Frohlunda. Jetzt haut man die Stimme. Wolf. Umso weiter das geht, umso mehr Zeit bleibt uns dann, wenn sie die Strafzeit ausbauen. Oh, 15,56 noch. Frohlunda hat 2 Minuten Strafzeit und der schlimmste, der gefährlichste Spieler ist gleich davon betroffen. Für Frohlunda natürlich der beste Spieler. 2 Minuten Powerplay. Unser Chance, dass wir nur das 3:0 klar machen. Jawohl, jawohl. Wo sind wir? Wo sind wir? Da sind wir. Ah, 15:16 nur. Minuten nur. 1 Minute 4 haben wir nur Powerplay. Bulli gewinnen wir. Bester holen. Jawohl, Westerholm. Lang. Versucht die Zeit auch zu spulen. Noch. Jetzt darf man gerade nicht den Fokus verlieren. Und kein Straf riskieren. Jawohl, 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 jawohl.
Westerholm. Nein. 2 zu 0. 39 nur. Druck, Druck, Druck müssen wir machen. Druck müssen wir machen. Kämpft schon ins Druck. Macht's Druck, macht's Druck. Jawohl, Ski angefangen. Und Ski übernommen. 7 Minuten noch. 7 Minuten noch. Dann kriegen wir womöglich das Ticket fürs Halbfinale. Aber wir können das 3 zu 0 nicht zusammen. 6:26. Fünf Minuten. Konzentration. Wenn so bleibt, ziehe ich mir das Ticket. Fürs Halbfinale. Drei, elf. Ich vertraue überhaupt da nicht mehr auf irgendwelche Berechnungen. Ein Frölunder wird garantiert den Goalie rausnehmen. Hundertprozentig. Das kennt sich so, das ist so sicher als wie das Amen in der Kirche. Leeres Tor für Frölunder. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt nehmen wir uns den Goalie weg. Jetzt fängt die gefährlichste Minute des Spiels an. Ah, das war's gewesen. 44. 40. Kämpf schon. 23 Sekunden nur, Jungs. Ja, am Tor vorbei. Das war knapp. Oh, wir ziehen das Ticket fürs Halbfinale. Wir ziehen das Ticket fürs Halbfinale. Hervorragend. Hervorragend. Sieg. Mit 2 zu 0 zu Hause. Hervorragend. Die Redhawks ziehen ins Halbfinale ein. Shake Hand. Absolut heiße Serie. Absolut heiße Serie für die erste Season hier bei Pia Team. Sieben Spiele haben wir braucht, dass wir Frölunder in die Knie zwingen. Wir haben einen Star Goalie aus dem zweiten Star verdient. Und der Frederik mit einem Tor, ein Assist. Also haben wir drei Stars, ein Tor, drei Assist und die Serie haben wir mit 4 zu 3 gewonnen. Hervorragend.
Puh, hervorragend. Na, wir lassen die bestehenden rein. Nächstes ist Halbfinale. Der Karl bleibt auf Position 1. Dein Spiel schießt auf 6 Jahre, hat 2 Tore, 1 Assist. Okay. Und dann schauen wir uns an, wie das Halbfinale ausschaut. Wir gegen die Lakers und die Luleå Hockey gegen Tour Garden. Das wird garantiert spannend. Wird garantiert spannend, meine lieben Sportsfreunde. Aber das war's jetzt von mir, von hier, für diesen sportlichen Spieltag. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass wenn es hier aus den Playoffs der Schweizer Meisterschaft weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal mein Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Man kann doch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus.